Kunstverbot von mir, immer zu dieser Smart-Steckdose, Thermostat, das ist das gute Stück. Kann hier manuell beeinflusst werden. Genauso können wir hier auch zwischen den unterschiedlichen Modi wählen, zu Hause, Urlaubsmodus und so weiter und so fort. Kann das Ganze individuell anpassen, nutzen. Das ist relativ einfach, auch per App und Alexa lässt sich das Ganze ganz einfach steuern. Und wenn man dann mal doch etwas falsch gemacht hat, kann man hier einfach die Blende abziehen und kann dann hier ein Soft Reset durchführen. Das kann man an der Stelle einfach mal machen. Da hätte man so ein bisschen diese Taste gedrückt. Und ab einem gewissen Punkt, ja, ich habe glaube ich den richtigen Druck gerade nicht. Na. Oh, mein Finger. Trifft gerade diese Taste nicht. So, und jetzt wird das auf Werkreset gesetzt. Jetzt sehen wir das hier. Das blinkt. Wir können die Blende auch schon wieder draufsetzen. Und dann können wir das im Anschluss, wenn das Ganze wieder hochgefahren ist, auch ganz normal nutzen.